Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es mal um dieses Buch. Nein, keine Angst, es geht nicht darum, dass ich euch dieses Buch verkaufen will. Die meisten haben es ja eh schon. Sondern ich werde immer mal wieder gefragt, was hat sich denn seit dem Erscheinen dieses Buches für mich persönlich im Handel verändert? Und meine Top 4, was sich verändert hat seit Erscheinen dieses Buches, das gibt es jetzt im Video. Das Buch ist ja 2011 zum allerersten Mal erschienen, beziehungsweise in der ersten Auflage. Und mittlerweile kommt jetzt die vierte, was mich natürlich sehr freut. Aber na klar, jetzt haben wir 2017, 6 Jahre ist das Ganze her. Und das Buch wurde ja auch in der neuen Auflage jetzt nicht überarbeitet. Das heißt, es ist genauso, wie es damals 2011 erschienen ist. Und da kommt natürlich immer mal die Frage, was hat sich denn so verändert? Ne? Was siehst du denn heute anders? Und ihr kennt einen Spruch, den ich ganz gern benutze, nämlich der Kopf ist rund. Warum? Damit die Meinung sich ändern kann. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen mal so ein bisschen überlegt, was hat sich denn eigentlich geändert zu 2011? Also auch, oder vielleicht 2010, weil das Buch ist ja schon 2010 geschrieben, kam dann glaube ich im März 2011 raus. Und was ist denn da jetzt anders? Und mir sind hauptsächlich 4 Sachen eingefallen, die jetzt anders sind und beziehungsweise die sich ein bisschen geändert haben. Wobei eines ganz, ganz klar ist, das Grundprinzip ist immer noch genau das gleiche wie in diesem Buch beschrieben. Das heißt, ich würde prinzipiell alles immer noch genauso machen wie in dem Buch beschrieben. Es gibt aber so Kleinigkeiten, wo ich sage, naja, da würde ich heute vielleicht ein bisschen anders darüber schreiben oder überhaupt darüber schreiben oder ein paar Dinge ein bisschen anders sehen. Und lasst uns die mal gemeinsam durchgehen. Also, fang mal an mit Punkt Nummer 1. Im Buch ging es ja ausschließlich um Future-Optionen. Und mittlerweile handle ich aber auch sehr, sehr viele Aktienoptionen. Warum ist das so? Und da gibt es jetzt gar keine tiefgreifende Erklärung, sondern das hat einfach mit meiner persönlichen Historie zu tun. Ich habe ja mal angefangen mit Future-Handel, das heißt, ich habe Futures gehandelt, zuerst ein bisschen Daytrading und später dann aber sehr viele Rohstoff-Futures und das auf einer etwas längerfristigen Basis. Das heißt, die Welt von Öl, Weizen, Sojabohnen etc., das war mir einfach bekannt und aus dem Grunde habe ich dann natürlich auch, als ich diesen Schritt machte von den Futures hin zu den Optionen, war es ganz natürlich, dass ich eben auch bei den Future-Optionen gelandet bin. Heutzutage ist es so, dass die meisten eher mit Aktienoptionen anfangen und dann zu den Future-Optionen kommen. Warum? Naja, Aktienoptionen kannst du eben auch schon mit einem kleineren Konto machen. Also wenn du eben ein Konto hast, 3.000, 4.000, 5.000 Euro, dann wirst du nicht zwingend gleich mit Erdöloptionen anfangen, weil das Risiko einfach viel zu groß ist, sondern du wirst eben eher irgendwelche Aktienoptionen handeln, die 50, 60, 70 Dollar kosten. Und deswegen, wenn heute jemand fragt, beziehungsweise wenn ich heute das Buch nochmal neu schreiben würde, da würde ich ganz klar auch den Part Aktienoptionen mit reinnehmen. Future-Optionen halte ich nach wie vor für die beste Wahl, wenn es um große Konten geht, aber Aktienoptionen sind auch sehr, sehr interessant und jeder sollte sich auch mit dem Thema Aktienoptionen beschäftigen. Punkt Nummer 2. Und zwar im Punkt Nummer 2 Prämieneinnahmen. Im Buch stand, man sollte pro Option versuchen, 500 Dollar einzunehmen. Und die von euch ein bisschen länger dabei sind, die werden jetzt schon schmunzeln, werden sagen, 500 Dollar pro Option, lang, lang ist her. Genau so ist es. Wir hatten ja im Jahr 2011 den Höhepunkt der Rohstoffhosse. Die ging mal im Jahr 2000 los, lief dann bis 2008, Finanzkrise kurz unterbrochen und dann rannte es nochmal bis 2011. Also gerade im Sommer 2011, der Goldpreis 1900, Öl war sehr hoch noch. Und da hast du tatsächlich damals noch 500 Dollar für alles Mögliche bekommen, also auch für eine Weizenoption, für einen Aussie-Dollar. Heutzutage müssen wir uns mit deutlich geringeren Prämien begnügen im Future-Optionsbereich. Das heißt oftmals auch nur 100 oder 200 Dollar. Hin und wieder gibt es auch mal wieder Märkte, wo wir 500 bekommen. Aber gerade, und jetzt machen wir wieder den Schritt zum Punkt 1 zurück nochmal, wer Aktienoptionen handelt, der wird natürlich nie 500 Dollar für eine Option einnehmen, es sei denn, er geht wirklich ganz nah ans Geld. Was wir ja aber in der Regel nicht machen. Und deswegen würde ich also das heutzutage ein wenig ändern. Würde sagen, naja, 500 Dollar, das wirst du nicht mehr bekommen. Eine vernünftige Prämieneinnahme liegt eben im Future-Bereich irgendwo bei 150, 200 Dollar. Alles, was mehr ist,
ist super. Ne? Aber so 150, 200 Dollar, das würde ich versuchen anzustreben. Weniger sollte man dann wirklich nur in ganz, ganz kleinen Konten machen. So, der dritte Punkt, auch ganz wichtiger, und der hat ganz viel wieder auch mit meiner eigenen Entwicklung als Trader zu tun. Im Buch selbst ist natürlich auch das Thema Volatilität beschrieben. Historische Volatilität, implizite Volatilität, also all das kommt darin vor. Aber wenn ich so auf meinen Handel zurückblicke, dann hat das damals keine allzu große Rolle gespielt. Also ich wusste schon, was ist implizite Volatilität, was hat das für Auswirkungen. Ja, es macht mehr Sinn, in hoher Volatilität zu schreiben. Aber ich habe trotzdem relativ gleich durchgehandelt. Das heißt, ich bin dasselbe Risiko eingegangen bei hoher Volatilität wie bei niedriger Volatilität. Und jeder von euch weiß aber, dass man bei niedriger Volatilität als Optionsverkäufer eben nicht den Fehler machen darf, große Positionen zu machen, weil eben die Volatilität jederzeit ansteigen kann, sondern eher kleine Positionen machen sollte. Und wenn ich also heute noch ein Kapitel zusätzlich im Buch schreiben könnte, dürfte, dann wäre es zum Thema Volatilität. Das heißt, ich würde viel, viel mehr darauf eingehen. Heute achte ich extrem auf die Volatilität. Es ist nicht so, dass ich nur in hoher Volatilität Optionen verkaufe. Ich verkaufe nach wie vor auch bei niedriger Volatilität, aber ich bin mir dann jetzt des Risikos viel, viel mehr bewusst. Und wenn ich auch meine Handelsergebnisse von damals anschaue und heute, dann weiß ich auch, naja, damals habe ich vielleicht manchmal in manchen Jahren etwas mehr verdient, prozentual als heute, aber ich hatte eben auch viel, viel größere Schwankungen und das kam unter anderem durch die Volatilitätsveränderungen. So, kommen wir zum letzten, zum vierten Punkt, und der hängt ein bisschen auch wieder mit meiner persönlichen Entwicklung zusammen. Nämlich im Buch ist noch beschrieben, wie viel Risiko pro Trade sollte man denn eingehen. Und ich habe damals gesagt, naja, maximal 2% bezogen auf die Prämieneinnahme. Also heißt, 10.000 Euro Konto, 2% Risiko sind 200 Euro. Das heißt, du darfst nicht mehr als 200 Euro für eine Option einnehmen. Mittlerweile würde ich nur in äußersten Notfällen mit 2% Risiko handeln. Meistens handle ich jetzt persönlich mit 0,3, 0,5% Risiko. Das heißt, ich bin deutlich risikoaverser geworden. Und was hat das jetzt mit mir persönlich zu tun? Naja, die Konten sind halt jetzt andere. Wenn du halt ein 20.000 Euro Konto hast, ein 50.000 Euro oder Dollar Konto hast, dann willst du natürlich das Konto irgendwann mal hochkriegen. Ne? Du willst das größer machen. Wir brauchen gar nicht erst von einem 2.000er Konto oder einem 5.000er zu sprechen. Wenn dann aber mal die Konten in den 6- oder 7-stelligen Bereich gehen, dann ist es natürlich so, dass dann der absolute Betrag zumindest für mich relevanter geworden ist. Und deswegen bin ich da deutlich risikoaverser geworden. Und auch aus vielen Rücksprachen mit Coaching-Kunden, mit Seminarteilnehmern, weiß ich, dass für viele 2% zu viel ist. Das heißt, ich würde es nach wie vor zu 100% so unterschreiben, dass man sagt, maximal 2%. Aber ich würde dennoch empfehlen, geht lieber in den Bereich zwischen 0,5 und 1% Prämieneinnahme. Und wenn ihr sehr große Konten habt, dann macht lieber sogar noch ein bisschen weniger, macht vielleicht nur 0,25 oder 0,3%, je nach Volatilitätsumfeld auch. Das heißt also, in dem Umfeld hoher Volatilität, da kann man dann auch mal ein bisschen mehr machen. In einer Explosion würde ich auch wieder auf 2% gehen, aber sonst würde ich eben eher wieder runtergehen mit dem Risiko und wirklich viel, viel kleinere Risiken fahren. So, das waren jetzt so die vier hauptsächlichen Dinge, die sich bei mir in Bezug auf das Buch, wie gesagt 2011 erschienen, geändert haben. Ihr seht, das Grundprinzip, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist gleich geblieben, aber eben so kleine Details haben sich ein bisschen angepasst und das ist auch normal. Ne? Also niemand macht, der heute an der Börse erfolgreich ist und das seit 10, 20, 30 Jahren macht, der macht noch genau das gleiche wie vor 30 Jahren. Der hat auch nicht alles 180 Grad auf den Kopf gestellt, aber man muss sich eben so ein bisschen anpassen, persönlich, was macht der Markt und so weiter und so fort. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere schon so einen neckischen Kommentar in den Fingern haben, dann schreibt doch einfach ein neues Buch. Nichts lieber als das, wenn ich die Zeit habe. Aber ich werde sie mir bestimmt mal nehmen. Ich habe ja mal irgendwann gesagt, ich will noch, das Buch kam ja raus zu meinem 40. Geburtstag und das zweite erscheint dann deutlich vor meinem 50. Naja, 2011, 40, jetzt bin ich 46, das heißt, ich habe ja noch ein paar Jahre. Ne? Also, wenn es mit
49 kommen, wäre es ja auch noch deutlich vor meinem 50. Aber irgendwann wird schon mal noch ein neues Buch kommen. Ihr könnt mir ja trotzdem schon mal reinschreiben, was würde euch denn interessieren? Was müsste denn an eurer oder aus eurer Meinung heraus in so ein Buch rein? Ne? Also was würde euch denn interessieren? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein. Okay, und schreibt mir auch mal rein, was sich bei euch verändert hat. Ne? Was macht ihr jetzt anders als vor 2, 3, 4 Jahren? Wie hat sich das bei euch verändert? In diesem Sinne, immer noch der alte Spruch, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Und deswegen sehen wir uns hier auch wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.